Ja, das Thema Fassade ist gerade schon angesprochen worden. Von Bögen und Lisenen wurde geredet. Im kommenden Vortrag lernen wir den Satz, ich kann ihn schon anteasern, there's no such thing as a maintenance-free Fassade. Fassaden und Oberflächen wird es in den nächsten Vorträgen gehen. Es ist aber kein oberflächliches Thema, sondern es geht darum, wie über die Fassade Architektur mit der Stadt spricht und interagiert, mit Witterung, mit dem Licht und mit der Zeit. Welches Material kann das am besten? Welches Material kann das auch noch am besten in 20, 30, 100 Jahren? Eine Antwort auf diese Frage hören wir jetzt und die Antwort lautet Pulverbeschichtung. Und das Beispiel, an dem wir das sehen, ist die Brucken-Universität in Linz unter dem schönen Titel Harmonie von Architektur und Oberfläche. Vorstellen werden das Susanne Seifert, seit 2008 Partnerin im Architekturbüro 1 in Linz, 2016 auch den Bauherrnpreis der Zentralvereinigung bekommen, und Nora Pollmann, seit 2012 bei Tiger Coatings in Wels und seit 2015 auch technische Produktmanagerin für Architektur. Tiger Coatings ist auch Main Partner von Turn On, und ich bitte Sie auf die Bühne. Dankeschön für die Einleitung, herzlichen Dank für die Einladung. Wir fahren jetzt nach Linz, wir stellen Ihnen die Bruckner Universität vor. Wir sind ein junges Linzer Büro und wir hatten das große Glück, dass wir 2008 den internationalen offenen Wettbewerb gewinnen konnten. Ich muss schon sagen, das ist für uns wie der Traumauftrag, einerseits vor Ort zu sein und ein Gebäude wirklich begleiten zu können, andererseits von der Nutzung her. Ich persönlich bin auch eine Musikerin und habe selber früher am Bruckner Konservatorium, wie es damals geheißen hat, studiert. Und es ist schon eine wunderbare Aufgabe, hier etwas schaffen zu können und dass die Jury sich auch drüber getraut hat und natürlich auch der Bauherr, die Bauherrin, das Land Oberösterreich. Schon im Wettbewerb hat man gesehen, diese Metapher, dieser Vorhang, der das Gebäude umhüllt. Wir werden ja heute noch oft darüber sprechen, aber das war ein Grundsatzthema von uns. Wir wollten eben ein Gebäude schaffen, das nicht ausschaut wie eine Gewerbehalle, weiß Gott was, eine technische Schule. Wir wollten wirklich ausdrücken, was darin passiert. Das heißt, eine Hochschule für Musik, eine Universität für Musik, Schauspiel und Tanz. Und wir wollten dieses Dynamische dem Gebäude auch anmerken lassen. Wir haben uns das sozusagen getraut, noch relativ frisch von der TU. Die Gebäudeform ist also ein organischer Körper in einem Park. Der Bauplatz war umstritten. Man hätte natürlich auch in der Stadt gerne etwas Innerstädtisches gesehen. Wir haben als Architekten gesagt, wir können für den Bauplatz nichts dafür. Wir versuchen einfach das Beste für die Studenten und die Lehrenden rauszuholen. Dieses Lamellenkleid, eben das alles umspielt, hat man damals schon gesehen im Wettbewerbsrendering. Auch diese freie Terrasse, die wir sozusagen erfunden haben als Bonus für den Bauplatz. Es ist ein Bauplatz am Hang, am halben Pöstlingberg, und der wurde, wie gesagt, viel diskutiert. Wir sehen jetzt hier, wie das Gebäude über der Stadt quasi schwebt, hier die Stadt Linz. Es ist wirklich eigentlich ein Wohngebiet, in dem wir uns hier befinden. Und uns war es wichtig, dass wir das Gebäude so positionieren, dass ganz viel von diesem schönen alten Baumbestand bleibt. Passivhaus war schon im Wettbewerb gefordert und wir haben gesagt, dann schaffen wir einen möglichst kompakten Baukörper. Und das Witzige ist ja eigentlich, der Baukörper ist geschwungen, organisch, aber hat ein wunderbares Verhältnis Volumen zur Oberfläche. Und wir haben ihn hier durch einen Fluss, wie wir sagen, einen lichtdurchfluteten Luftraum natürlich belichtet. Das heißt, der Körper ist sehr kompakt und hier durchströmt quasi der Linzfluss, wie wir sagen. Und hier sieht man das Andocken an den Baumbestand, an die Natur. Der Bauplatz hier noch einmal, die Hagenstraße macht eine Kurve, das ist die Straße, die auf den Pöstlingberg führt, und rundherum hier Wohnbauten, kleine Einfamilienhäuser, Reihenhaussiedlungen und so weiter. Wir haben gesagt, das Gebäude setzen wir möglichst nah in diese Kurve. Das hat auch so eine Fliehkraft, es igelt sich ein und es öffnet sich hier zum schönen Baumbestand. Wir wollten so viel Platz wie möglich lassen, der Natur.
Hier nochmal unsere Grundideen vom Wettbewerb, die Dynamik, die Blickachsen. Alles, was wir wollten, war auch ein Gebäude beim Durchstreiten, dass es einfach Kreativität fördert, dass ich nie das Gefühl habe, bin ich im Bauteil A, B oder C, sondern dass das Gebäude selbsterklärend ist und man sich auch wie zufällig trifft und dass es spannend ist. Deswegen haben wir hier unseren Fluss so gesteckt, dass er die wichtigsten Blickpunkte freigibt. Pöstlinberg ist ja schließlich der Hausberg von Linz, die Stadt Linz und der Park. Dieser Fluss durchzieht das Gebäude. Und wenn man durchs Gebäude schreitet, und vielleicht kommen Sie einmal nach Linz, soll man im Inneren auch das Gefühl haben, dass es sehr abwechslungsreiche Räume sind. Das Lamellenkleid, das ist ein Rendering von vor 10 Jahren aus dem Jahr 2009, umhüllt das ganze Gebäude. Was ist dieses Lamellenkleid? Das ist nicht nur eine musische Metapher, die soll es natürlich sein. Wir wollten dem Gebäude Leichtigkeit verleihen und eine musische Geste. Jeder Professor sieht vielleicht sein Instrument. Es soll einfach nicht eine glatte Kiste sozusagen, wenn man das so sagen darf, hier im Raum stehen, sondern etwas, das scheinbar mit dem Baumbestand auch verschmilzt. Es sind 365 Stück Lamellen, Alu-Strangpressprofile, die mit einer Pulverbeschichtung ausgestattet sind. Nora Pollmann wird das dann noch näher erläutern. Und die dienen natürlich der Verschattung. Also ganz wichtig war uns immer bei dem ganzen Projekt, Funktion und Form gehen Hand in Hand. Wir haben eine musische Funktion und dieser organische Baukörper kommt dieser musischen Funktion sehr entgegen. Wir hätten zum Beispiel, wenn wir eine orthogonale Struktur gehabt hätten, die Wände extra schräg stellen müssen, um Flatterechos zu vermeiden. Also das ist uns ganz wichtig. Und die Lamellen als Verschattungsfunktion haben dann mit sich gebracht, dass man eigentlich nur in einem ganz kurzen Zeitfenster zusätzlich noch hier Sonnenschutz braucht, einen Blendschutz. Man sieht die Freitreppe. Und heute ist das Gebäude fertig. Es wurde 2015 eröffnet. Man sieht hier nochmal den Bauplatz und wir hoffen, dass diese Intention des Renderings spürbar ist. Und ich zeige Ihnen jetzt noch einiges von der Außenwirkung. Hier sieht man, wenn ich die Straße fahre, dann soll sich das Gebäude etwas zurücknehmen, einigeln. Und für die Studenten, das war uns ganz wichtig, ganz viel Platz lassen. Hier war ein Wettbewerb auch von der Kunstuni in Kooperation, Kunst am Bau. Kunst am Bau spielt hier auch eine große Rolle. Wir haben im Inneren mit sehr tollen Künstlern arbeiten können. Wenn ich ins Innere gleich gehe, was war uns da wichtig? Wichtig war uns immer, dass das Gebäude innen und außen dieselbe Sprache spricht. Diese Vorhangmetapher der Lamellenfassade, die wollten wir auch ins Innere holen. Und die Grundform, diese geschwungenen Formen, die der musischen Nutzung so entgegenkommen, die finden sich auch im Inneren. Wir stehen hier zum Beispiel im Foyer oder hier in diesem Fluss und man sieht diese geschwungenen Galerien, man muss fast selber durchgehen, sollen abwechslungsreich sein und irgendwie inspirieren. Und man trifft sich zufällig, sagen die Rektorin zum Beispiel. Bis jetzt war die Bruckner-Uni nämlich über unterschiedliche Standorte verteilt und wichtig war eben, dass hier eine Kommunikation gefördert wird. Hier zum Beispiel der Aufgang ins erste Obergeschoss und die verschwungenen Galerien, die hier immer Blicke freigeben. Also dieses Musische zieht sich durch. Und was uns ganz wichtig war, auch hier ökonomisch, wir haben 3 Fluchtstiegenhäuser, die wir gleichzeitig als Hauptstiegenhäuser verwenden. Wir haben die auch mit Kunst am Bau bespielen dürfen. Und hier sieht man weiter diese lichtdurchfluteten Räume. Also das Gebäude, wenn man untertags durchgeht, braucht praktisch keine zusätzlichen Lichtkörper. Wir haben ganz ruhige Materialien gewählt. Akustik ist natürlich das Hauptthema des Hauses. Und das ist für uns nicht nur die Akustik im großen Saal, in den Unterrichtsräumen, sondern auch in den Erschließungsbereichen. Das heißt, wir haben hier absorbierende Galerien, denn der Klang eines Hauses, die Raumakustik, die zieht sich ja auch durch alle Bereiche durch. Wenn wir jetzt in den großen Saal gehen, da sieht man, wie wir diese Metapher des Vorhangs hier weiterentwickelt haben. Wir haben uns viele Universitäten angeschaut und immer gesehen, irgendwann kommen dann die Absorber und dann kommen ganz schöne viele Tafeln und es schaut recht wild aus. Und wir haben gesagt, wir würden gerne selbst etwas entwickeln und diese ruhige Note im Inneren weiterstrahlen lassen. Dank Bauherr und Nutzer, die uns diesen Weg gehen haben lassen, haben wir hier was erfunden, nämlich eine
gewellte Wandverkleidung, die wir die Welle nennen. Das ist eigentlich eine Gipsstuckaturarbeit, eine ganz simple Sache, geschlitzte Gipskartonplatten. Und durch die unterschiedlichen Radien wirkt sie als Diffusor und gleichzeitig, weil das Ganze schwingt, wie ein Tief- und Mitteltonfrequenzabsorber. Diese Metapher des Vorhangs, die findet man in allen Unterrichtsräumen. Denn jeder Professor hat ja seine Vorstellungen. Der eine braucht eine lange Nachhallzeit, der andere hat ein anderes Instrument, der braucht es trocken. Und da haben auch wir gesagt, wir wollen das Thema Raumakustik gern ganzheitlich sehen und haben dann zum Beispiel in den Unterrichtsräumen flexibel justierbare Vorhänge geschaffen, sodass einfach dieses Thema durchläuft und man eine ruhige Note im Inneren hat. Man sieht hier nochmal die Welle und es heißt, es funktioniert. Hier noch einmal der Lageplan mit der Hagenstraße. Wir schauen uns kurz die Pläne an, um einen Eindruck zu haben von den Grundrissen. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Wir haben ganz bewusst den großen Saal, den Festsaal, an den Kopf des Gebäudes gesetzt, aus akustischen Gründen. Also dieses Thema war einfach unglaublich wichtig, dass man nicht Übertragung vom einen Raum zum anderen hat. Deswegen umspielt dieser Luftraum, das Foyer, dieser Fluss, umspielt dieses Volumen hier. Und wir sitzen also am Kopf des Gebäudes. Und all dieser Bereich hier, das ist alles öffentlich zugänglich. Die Nachbarschaft in so einem Wohngebiet ist immer skeptisch. Da wird ein Riesending hingestellt, keine Aussicht mehr da und so weiter. Und jetzt, glaube ich, ist es ein echter Mehrwert, weil es gibt hier eine öffentlich zugängliche Gastronomie. Und der gesamte Erdgeschossbereich mit diesen großen Sälen ist öffentlich zugänglich. Es finden immer Konzerte statt und es gibt eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft. Im ersten OG sieht man dann hier die segmentartig auseinandergeschnittenen Unterrichtsräume. Da war das Thema wieder mit den Flatterechos, die vermieden werden können, wenn eben die Räume schief stehen. Und bei uns steht alles schief und das ist nicht, damit es möglichst schwierig zu bauen ist, sondern eben auch aus dieser musischen Nutzung heraus. Man sieht die drei Haupttreppenhäuser. Und in der Mitte, im großen Bauch, sitzt eine Bibliothek. Es gibt natürlich Verwaltungsräume, also das Raumprogramm war unglaublich komplex. Und hier das zweite Obergeschoss, die Freitreppe und die Dachterrasse. Und eine Tiefgarage natürlich mit 131 Stellplätzen, auch natürlich immer ein Thema, die öffentliche Anbindung. Und mit der Bergbahn funktioniert das aber jetzt recht gut. Man sieht auch im Schnitt, die Wände sind geneigt. Das ist wiederum sehr positiv für die musische Nutzung, hier ein Schnitt durch den großen Saal. Hier nochmal, Sie sehen unterschiedliche Neigungen der Wände, sollen auch dieses Dynamische von Schauspiel und Tanz vor allem auch symbolisieren. Hier bei den Ansichten, das sich zurücknehmen. Also wir wollten keine schreiende Fassade, sondern eigentlich das Gebäude trägt eine Art Schleier, verhüllt sich, nimmt sich zurück. Und uns wurde gesagt, das ist auch akustisch von Vorteil, dass wir nämlich keine harte, schallharte Hülle haben, sondern wieder so eine Art Diffusor, der Geräusche schluckt von der Straße kommend. Hier sieht man auch, das Gebäude verhüllt sich und es verschmilzt mit den Birken, mit dem umliegenden Baumbestand. Was für uns natürlich planerisch großer Vorteil war, wir konnten dahinter wirklich je nach Funktion die Flächen, die Fensterflächen so positionieren und mussten nicht irgendein Raster einhalten. Das heißt, dieses Kleid, dieses Beschattungskleid umhüllt den gesamten Baukörper und hier die Freiterrasse. Ein Blick noch zu den Detailplänen, die Fassade, Sie sehen, ist unterschiedlich geneigt. Es ist eine Stahlbeton-Skelettkonstruktion. Die Fassade ist Holz, also Holz-Sandwich-Element vorgehängt. Das erstaunt immer sehr viele, aha, eine Holzfassade, dass es sowas gibt. Natürlich, die Herausforderung war für uns, die ganzen akustischen Anforderungen mit denen eines Passivhauses in Einklang zu bringen. Das heißt, diese Lüftungen erzeugen natürlich Geräusche. Ein Passivhaus ist bei den Musikern erstens mal ein Angstfaktor zuerst. Um Gottes Willen, da hört man ja Lüftungsgeräusche etc. Das heißt, die Detailausarbeitung und wir, ja, das Thema Akustik, ich würde sagen, wir sind jetzt zumindest halbe Profis. Hier sieht man die Lamellen, auf die wir gleich noch näher eingehen werden, die hier mit einer Tiefe von 90 cm so angeordnet sind, dass sie nicht Blick nehmen. Wir haben das sogar 1:1 nachgebaut. Es soll quasi von innen nach außen nicht irritieren, aber außen soll es zumachen, diesen Schleiereffekt haben. Und hier die Stahlbetondecken.
Und ein Passivhaus eben, die Freitreppe, die wir erfunden haben, die wird jetzt sehr gerne genutzt, auch als Veranstaltungsfläche für Außenkonzerte. Und wir schauen uns jetzt noch die wirkliche Wirkung dieser Lamellen an, weil ich ja dann überleiten werde, dieses Licht- und Schattenspiel, dieses Weiße, aber nicht blenden, kein Spiegeleffekt darf natürlich sein. Das heißt, wir wollten, dass das Gebäude strahlt und sich unterschiedlich zeigt. Tag, Nachtsituationen. Das Gebäude ist nicht schreiend, also wir haben es nicht noch ein blinkendes Gebäude in Linz, sondern wir haben uns hier bewusst zurückgenommen. Das Gebäude strahlt quasi nur von seiner Nutzung nach außen und wird hier so dezent in Erscheinung treten. Wenn man vorbeifährt, schläft es am Abend auch ein bisschen ein und wir wollten das eigentlich gerne so haben, dass es sich ein bisschen zurücknimmt. Und im Winter gefällt es uns auch sehr schön, weil es eben mit dem Weiß des Schnees dann auch so Art zu verschwinden scheint. Und jetzt sieht man auch noch die Lamellen, die das Gebäude umspielen. Und ich leite über an Nora Pollmann von Tiger Coatings. Danke. Dankeschön. Ja, auch ich möchte mich nochmal für die Einladung bedanken. Tiger, wer es nicht kennen sollte, ist eine Firma, die sich sehr stark mit Oberflächen beschäftigt, aber vor allem halt auch mit Pulverbeschichtung. Und die Pulverbeschichtung, wir sagen, die Beschichtung ist die Haut des Gebäudes. Und wie auch unsere Haut hat es einen optischen Charakter, also das ist ja das Erste, was man sieht. Und man sieht auch hier schön, wie das Weiß so in der Sonne am Strahlen ist. Aber natürlich ist da auch eine Schutzfunktion. Die Aufgabe des Pulverlackes ist es, dass, die Wertigkeit des Gebäudes zu unterstützen und das aber möglichst lange. Die Gebäude stehen Jahrzehnte und sind halt verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, vor allem dem Wetter. Das sind UV-Strahlen, es ist Temperatur und aber auch Temperaturschwankungen, aber auch chemische Angriffe durch zum Beispiel Streusalz oder saurer Regen. Und da hat der Pulverlack halt die Aufgabe, das möglichst lange zu schützen. Nachhaltigkeit, auch hier bei der Bruckner Universität, ein ganz wichtiges Thema, wie auch allgemein. Da ist es so, dass Pulverlacke eine sehr umweltfreundliche Beschichtung sind. Wir haben keine Lösemittel, sind also VOC-frei. Es werden keine giftigen Schwermetalle eingesetzt. Die Gefahr der Wasserkontamination ist sehr gering. Und was sehr wichtig ist, ist, dass Pulverlacke extrem materialeffizient sind. Das Pulver wird ja auf das Bauteil aufgesprüht und nicht alles landet sofort auf dem Bauteil. Aber das Pulver kann ich wieder aufsammeln und wiederverwenden. Und wir haben da teilweise Materialausbeuten bis zu 98%. Qualität, auch ein wichtiges Thema jetzt vom Turn-On. Es gibt Industriestandards, die ganz klar festlegen, wie der gesamte Prozess von Bauteilen auszusehen hat. Es gibt da Qualitätsgemeinschaften, die legen fest, wie die Aluminiumlegierung zu sein hat, wie die Vorbehandlungschemikalien zu sein haben, wie die Beschichtungsmaterialien, wie der Pulverlack sein soll und aber auch, wie der Beschichter selbst seine Prozesse fährt. Sehr wichtig und vor allem also im europäischen Raum sind da die GSB, die Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung im Bauwesen und die Qualicode. Beide Vereinigungen geben nicht nur die Qualitätsrichtlinien vor, sondern sämtliche Beteiligten der Wertschöpfungskette werden auch regelmäßig von unabhängigen Instituten überprüft. In Amerika ist die AMA sehr stark vertreten und dann gibt es auch noch die EN 12206. Unsere Pulverlacke sind alle nach diesen Vorgaben approved. Pulverlacke in der Architektur haben grundsätzlich mal vier Grundeigenschaften, wenn ich jetzt auf die Funktionalität eingehe. Das eine ist halt die Bewitterungsbeständigkeit. Hier redet man immer von Jahren in Florida. Also da werden auch wirklich Muster genommen, nach Florida gebracht und werden da ausgelagert und dann die Alterung bewertet. Dann die mechanischen Eigenschaften, wie flexibel ist seine Beschichtung. Dann die Beständigkeiten gegen teilweise chemische Angriffe wie Mörtel, saurer Regen oder auch Feuchtigkeit und dann natürlich den Korrosionsschutz.
Grundsätzlich werden Pulverlacke im Architekturbereich nach verschiedenen Klassen eingeteilt. Wir haben einmal die Einjahresqualitäten, das ist GSB Standard Qualicode Klasse 1. Dann drei Jahresqualitäten, GSB Master Qualicode Klasse 2. Die GSB hat eine 5-Jahresqualität Premium und die Qualicode eine Klasse 3 mit 10 Jahren. Jeweils immer Florida-Auslagerung und in jedem Fall mindestens 50% Restglanz. Wenn man sich diese Klassen im Vergleich anschaut, muss man sagen, dass mit steigender Bewitterungsbeständigkeit die Flexibilität der Beschichtung sinkt. Es ist auch weiter so, dass nicht alle Pigmente wirklich diesen langen Zeiten standhalten können, weswegen mit längeren Bewitterungszeiten auch die Farbverfügbarkeit abnimmt. Das fängt erst an so im orange-gelb-roten Bereich, geht dann weiter zu grün-blau und später werden dann auch hellere Farben schwieriger zu realisieren. Die Korrosionsbeständigkeit ist im Grunde genommen bei vielen Klassen vergleichbar, zu den 10 Jahren hin ein bisschen höher. Es ist aber auch zu sagen, dass Pulverbeschichtungen an sich schon eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit haben, alleine von der Schichtdicke her, weil sie einfach eine Barrierewirkung haben. Allerdings, der Hauptkorrosionsschutz wird durch die Vorbehandlung erreicht. Und natürlich die Bewitterung, je besser, umso mehr. Und hier sieht man im Vergleich mal eine Standardqualität mit einem hochwetterfesten System der Serie 68. Da sieht man hier sehr stark den Unterschied, dass, wie hier die Farbe ausbleicht und der Glanz abnimmt und das hier noch fast wie neu aussieht. Das sind hier 600 Stunden in der Schnellbewitterung. Bei der Bruckner Universität, um jetzt wieder zurück zum Projekt zu kommen, haben wir verschiedene Weißtöne bemustert und die Wahl ist dann auf das Bianco Metallic gefallen. Das hier wird neben dem Weißpigment Metallic-Pigmente eingesetzt und die dem Ganzen halt so einen Schimmer verleihen, was dann auch für das Bauwerk sehr wichtig war. Ganz wichtig ist auch die Wartung der Fassade. Es gibt hier auch wieder auch eine fachmännische Reinigung der Fassade. Es gibt keine wartungsfreien Fassaden. Auch da gibt es Gütegemeinschaften, die sich darauf spezialisiert haben. Wir sagen immer, wie würde Ihr Auto aussehen, wenn Sie es 10 Jahre nicht waschen würden? Und ich glaube, das ist da ein ganz gutes Bild. Metallic sind eine unserer Stärken. Auch hier wurde ein Metallic eingesetzt und wir haben jetzt eine Weiterentwicklung. Das ist ein Metallic 3D. Man sieht hier sehr schön, wie das am Glitzern ist und auch bei den verschiedenen Winkeln, wie unterschiedlich der Effekt ist. Ein weiterer Trend, den wir jetzt nachgekommen sind, sind stumpfmatte Oberflächen. Also hier haben wir Glanzgrade zwischen 4 und 12 etwa und dadurch wirkt das Ganze sehr edel. Wir haben hier einen schwarzen Pulverlack. Bei der Bruckner Universität wurde ein weißer verwendet. Und hier haben wir dann schwarz auf weiß nochmal die technischen Fakten. Ja, die Fakten haben wir Ihnen schon erläutert und Gott sei Dank, die Baukosten wurden nicht voll ausgeschöpft und danke, Nora Pollmann. Danke auch dem Bauherrn, der Bauherrin. Frau Pia Goldmann sitzt auch bei uns herinnen. Und danke für die Einladung. Danke. Ja, vielen Dank. Frau Seifert, Sie haben ja schon leicht erwähnt, dass Sie ja selbst auch an der Bruckner Universität studiert haben. Ja. Sie haben das so bescheiden im Nebensatz erwähnt, aber wenn ich nicht irre, waren Sie sogar Preisträgerin bei Jugend musiziert. Jugend musiziert, ja. 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 Also bis 18 habe ich das Vorstudium, nennt sich das. Ich bin ja dann nach Wien, habe Architektur, also ich habe es nicht beruflich gemacht später, aber ich bin ein bisschen ein verkappter Musiker. Ja, das ist kein Wunder, das war ja auch wirklich so eine kurze Vorlesung zum Thema Akustik, wo wir jetzt viel gelernt haben. Eine Frage hätte ich da, weil Sie gesagt haben, dass natürlich die Fassade auch eine musikalische Anspielung war. Hatten Sie da ein spezielles Instrument im Sinne? Soll das eine Harfe sein? Immer wieder gefragt. Ja, die Harfe haben wir eigentlich im letzten Moment ins Rendering reingehaut. Einfach intuitiv gedacht, das ist einfach ein Gag eigentlich, aber es soll schon auch ein bisschen zeigen, dass uns das wichtig ist, was da hier was zu symbolisieren. Und lustigerweise kommt jetzt im Rahmen einer Kunst am Bau eine echte riesige Harfe, wird hier aufgestellt. Also die Zusammenarbeit mit Künstlern, man hat das Gefühl, das Gebäude lebt noch, das finde ich immer schön. Ja. Und die Kunst am Bau wird dann auch von Ihnen hergestellt oder aus anderen?
Wie darf ich das verstehen? Die Kunsthafel, die Harfe wird dann auch aus Tigercoating. Nein, das machen dann diverse Künstler, genau. Künstler, und auch im Innenraum haben wir hier immer wieder Wettbewerbe, Kunst am Bau eben, wo man hier mit Künstlern zusammenarbeitet. Mhm. Ja. Frau Pollmann, ich habe auch noch am Anfang ein kurzes biografisches Detail unterschlagen, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, weil es so toll klingt. Sie sind Mitglied im Güteausschuss Aluminium der Gütegemeinschaft für Stückbeschichtung. Ich bin sehr neidisch, weil das klingt so beeindruckend. Eine Frage noch. Tigercoatings, habe ich gelesen, hat ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wels seit 2003. Was passiert denn da? Ja, also wir haben, also da sind wir auch sehr stolz. Wir haben eigentlich 10% unserer gesamten Mitarbeiter sind in Forschung und Entwicklung tätig. Das ist natürlich am Hauptstandort hier in Wels die meisten. Wir haben 50 Leute, die im Labor arbeiten. Da passieren zum einen viele kleine Sachen, also wir machen natürlich Farbtonanpassung, Oberflächenanpassung individuell für unsere Kunden, auch für halt Bauprojekte, da kommen Anfragen rein, teilweise auch mit jemand gibt uns irgendein Stück, teilweise, letztens hatte ich eine Fliese zum Beispiel und ich möchte gerne, dass das so aussieht, dann geben wir natürlich unser Bestes, dass wir das machen können, aber wir arbeiten auch an neuen Projekten, jetzt speziell, was ich gerade vorgestellt habe, das 3D Metallic wurde jetzt 3 Jahre lang bei uns entwickelt, das Stumpfmatt. Wir haben in der Architektur speziell auch den Fokus auf Langlebigkeit, also es geht immer mehr, immer längere Zeiten, also da werden wir auch hoffentlich bald eine GSB Premium, eine neue Serie rausbringen. Wir arbeiten sehr stark an 10-Jahres-Qualität. Ja. Und irgendwann werden auch die roten und orangen Farben nicht zu früh. Sind wir dann auf unsere Rohstofflieferanten angewiesen. Ja. Gut, also auch noch einiges zu tun in der Zukunft. Herzlichen Dank für die schöne musikalische Darbietung aus Linz.